Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Ich bin Lucida und begrüße euch wieder herzlich zu einer neuen Folge Mass Effect 2. Und nachdem wir jetzt in letzter Zeit viel für unsere Crew getan haben, wir haben neue Crewmitglieder geholt, rekrutiert und wir haben für die irgendwelche Aufträge erledigt, machen wir heute wieder eine richtige Story-Quest, würde ich sagen. Ich freue mich da schon drauf, ich will nämlich wissen, wie es weitergeht. Und zwar machen wir hier die Kollektoren aufhalten. Mal kurz rekapitulieren. Wir haben vor ein paar Folgen ein Kollektorenschiff geentert, das angeblich gestrandet war, kaputt war, inaktiv war und haben dort nach Daten gesucht. Und wir waren dann dort und wir haben auch Daten gefunden und wir wissen jetzt, wo die Heimatwelt ist. Aber das Ganze hat ergeben, ach komm, ich lese mal vor hier. Das Kollektorenschiff hat zwei wichtige Informationen preisgegeben. Erstens, die Kollektoren sind in Wahrheit die alten Proteaner, die von den Reapern indoktriniert und zu Handlangern gemacht wurden. Zweitens, das Omega-4-Portal führt zum Kern der Galaxie. Die Heimatwelt der Proteaner und Kollektoren ist also im Zentrum der Galaxie. Durch die extremen Gravitationsfelder des Kerns der Galaxie ist ein Sprung durch das Omega-4-Portal praktisch ein Todesurteil, außer man hätte ein Freund-Feind-System, FFS, der Reaper, mit dem die Normandy sicher durch die Felder navigieren könnte. Also wir wollen dahin zur Welt der Proteaner-Kollektoren, um sie zu zerstören, weil die uns ja angreifen. Aber es geht nicht, außer wir hätten dieses FFS-System. Und das wollen wir jetzt besorgen. Fliegen Sie zum braunen Zwerg Mnemosyne im Tornesystem, um das Reaper FFS zu beschaffen. Ich glaube, mich zu erinnern, dass dort ein inaktiver oder uralter inaktiver Reaper dort liegt. Irgendwie, und da sollen wir reingehen und wir sollen das suchen. So ist es, glaube ich. Also, Tornesystem, Zwerg, okay, Tornesystem, schauen wir mal. Ich habe mir große Sorgen gemacht, als sie auf dem Kollektorenschiff gefangen waren. Zum Glück war Edi da. Ja, das stimmt. Das passt ja zum Thema. Eine VI an Bord zu haben, erweist sich als überaus nützlich. Der Unbekannte hat Edi für diese Mission installieren lassen. Jetzt begreife ich, warum. Wie auch immer, wie kann ich Ihnen helfen, Commander? Eigentlich gar nicht. Ich wollte eigentlich... Das wäre alles. Ja, gerade zur Karte gehen. Ich habe Shift gedrückt, um da hinzulaufen und habe sie erwischt. Ups, also Thorn-System. Raus hier. Zurück zum Portal. Jetzt. Also, Thorn-System. Reaper FFS, damals doch Hawking Eater. Da sind wir wohl. Ich höre mal rüber. Wow, ist mal ein schöner Nebel hier. Schick, schick. So, da sind wir. Verlassen Reaper. Das kann was werden. Ich glaube, das ist spannend. Wir gucken uns aber erstmal hier die Planeten an. Und erforschen sie. Was machst du denn? Du Elendsvogel, mein Gott. Okay, Lethe. Größter Mond, große und dünne Atmosphäre, Scanner. So, was haben wir da? Hoch. Da ist da was, da haben wir schon was. Sonde unterwegs. Sonde gestartet. Die ganze Zeit gibt es ein Palladium, ist unglaublich. Starte Sonde. Komm. Starte Sonde. Starte Sonde. Starte Sonde. Gut. Sonde unterwegs. Sonde unterwegs. Oh ja, nicht schlecht. Sonde gestartet. Ich hoffe, dass es vonstatten geht. Wir schicken eine Sonde hin. Und die dockt sich da fest und schickt da das Zeug nach Hause, oder was? Greift da ein bisschen rum. Starte Sonde. Keine Ahnung.
das für ein lahmes Zeug hier? Kommt ja gar nichts mehr. Oh. Ups. Sonde gestartet. Gut. Ich würde sagen, das reicht. Genug ist genug. Okay, passt. Verlass mal Reaper. Jetzt bin ich gespannt, was sie da vorfinden. Oh, je, da ist er. Neben Sühne wird von einem 2 Kilometer langen Schiff umkreist, das unverkennbar das Profil der Reaper aufweist. Nemo Sühne. Es weist punktuelle Energiesignaturen auf, die aber viel schwächer sind, als es bei einem Schiff dieser Größe üblich wäre. Der Reaper scheint ein Masseneffektfeld aufrechtzuerhalten, das einen Absturz auf den sterbenden Stern verhindert. In Teilen der Hülle klaffen gewaltige, durch Beschuss verursachte Löcher, die nicht repariert wurden. Die einzige logische Erklärung dafür ist, dass der Reaper gestorben ist oder zumindest vor langer Zeit auf Minimalfunktionalität heruntergefahren wurde. Das kann was werden. Und da soll man dann reingehen? Ich meine, der Reaper ist doch an sich ein Lebewesen oder ein, weiß ich nicht, irgendein Wesen, vielleicht eine Maschine oder sowas, die eigentlich nicht dafür gedacht ist, dass es dort Gänge gibt, damit dort Menschen durchlaufen können. Aber gut, wir werden sehen. Bin gespannt. Gut, wir nehmen jetzt meine Lieblinge mit, Jack und Said. Die sind einfach super. Ich mag die beiden irgendwie, ich weiß nicht. Ich weiß nicht warum. Was ist das für ein Chaos, Joker? Ich gebe mein Bestes. Der Wind erreicht bis zu 500 km/h. Ich will doch gar nicht mehr leben. Neben dem Reaper fliegt ein zweites Schiff. Es sendet keine FFS. Das Ladar identifiziert es als Geth. Jetzt ist klar, warum das Wissenschaftsteam sich nicht mehr meldete. Okay. Ah, die armen Normen hier. Was ist da passiert? Die Masseneffektfelder des Reapers sind noch aktiv. Wir sind soeben dort eingedrungen. Puh. Das ist ein... Im Auge des Hurricanes, was? Krasses Ding. Also, gehen wir mal raus. Wenn sich was bewegt, schieße ich und stelle erst dann Nachfragen. Nur zur Info. Ich mag ihn einfach. Ja, das ist jetzt doch nicht der Reaper hier, oder? Aber ist er. Achso, das ist das Forschungsteam hier. Okay, das ist das Forschungsteam, was nicht mehr zurückgekommen ist. Gott, alles liegt nebeneinander. Unfassbar. Ich hab mir so leicht ein Selfie geknackt. Aber ist was? Die Luftschleuse wurde am anderen Ende des ausgehöhlten Bereichs installiert. Wir haben mit dem Druckausgleich begonnen, um Arbeit in normaler Kleidung zu ermöglichen. Die Crew ist angespannt. Ich sage ihnen ständig, dass es nur die Nerven sind. Eine abergläubische Reaktion auf das, wofür dieses Wrack steht. Die Leiche einer gewaltigen, uralten Lebensform. Ja. Was mich betrifft, kann ich die Atmosphäre nicht wegleugnen. Die Winkel der Wände scheinen einen niederzudrücken. Da muss auch ich manchmal die Zähne zusammenbeißen. Der Arme. So. Oh, sind das viele! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, 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 das hat gepasst. Das sind genauso viele wie immer. Ich weiß nicht, was mein Problem ist. Gut. Aha. Katalogisierung der Exemplare A203 bis B016 abgeschlossen. Kein Hinweis auf aktive Nanotechnologie. Dr. Chandana glaubt, sie wäre in den letzten 37 Millionen Jahren verrottet. Wir haben nicht genug Daten, um seine Annahme zu bestätigen. Er meint, die Wahrheit sei völlig offensichtlich. Ich mache mir Sorgen. Chandana starrt die Proben seit Stunden an. Er sagt, er hört ihnen zu. Das klingt nicht gut. Das klingt nach irgendeiner Indoktrinisierung oder so. Was ist da gerade passiert? Der Reaper hat kinetische Barrieren aktiviert. Ich glaube nicht, dass wir von unserer Seite aus durchkommen. In einem Reaper gefangen. Ich will sofort jemanden erschießen. Ballern Sie jetzt raus! Die Normandy hat Geschütze. Benutzen Sie sie.
Die Normandie verfügt nicht über die notwendige Feuerkraft. Die Schilde der Reaper stecken den Beschuss durch Schlachtschiffe problemlos weg. Shepard, eine kinetische Barriere kann nur durch einen Masseneffektgenerator erzeugt werden. Das gilt für jedes Schiff, sogar für einen Reaper. Im Moment der Aktivierung habe ich eine Hitzespitze geortet, vermutlich im Masseneffektkern des Wracks. Übermittle jetzt die Koordinaten. Warnung. Der Kern hält den Reaper auch auf seiner Flughöhe. Wenn wir die Barrieren also ausschalten, um zu entkommen, stürzt das Wrack in den Planetenkern. Und das bedeutet, dass alle sterben. Versteh schon. Wir machen es natürlich trotzdem. Wir suchen nach Überlebenden und Daten. Dann holen wir diesen hässlichen Schrotthaufen vom Himmel. Halten Sie sich bereit, uns aufzunehmen. Im Herzen eines braunen Zwergs zermalmt zu werden, steht heute nicht auf meiner Tagesordnung. Ein bisschen... Ei, ei. Weidmanns Hai. Ein bisschen schade finde ich es ja schon. 37 Millionen Jahre schwebt das Ding da rum und dann komme ich und mach's kaputt. Also ich weiß nicht. Man könnte da tolle... Jede Menge Leichen. Nichts Neues. Man könnte da tolle Informationen rausholen und könnte es in ein Museum stecken. Also wo ist denn ein Museum? Sie sind verheiratet. Das haben Sie nie erwähnt. Katie hatte Probleme mit ihrer Aggressionskontrolle. Als mein Bruder geheiratet hat, versuchte der Trauzeuger bei ihr zu landen. Sie hat ihn die Treppe vor der Kirche runtergestoßen. Katie ist meine Frau. Die Geschichte habe ich dir erzählt. Nein, ich kenne doch meine Frau. Ich weiß noch, das war der einzige Tag, an dem sie Seidenstrümpfe trug. Ja, die mit der Naht auf der Rückseite. Daran erinnere ich mich auch. Was zum Teufel soll das? Wieso haben wir dieselben Erinnerungen? Das hat sie verkorkst. Okay, ganz einfache Lösung. Das Ding hat sie verkorkst. Okay, das ist ja krass. Das ist jetzt ein Reaper. Das sieht ganz schön kabelig aus hier. Aufpassen! Die könnten wir hochgehen lassen. Der geht doppelt hoch. Zombies hier. Ich hatte mich schon gefragt, ob die Technologie zur Herstellung der Husk von den Geth oder von der Sock. Das war's für dich. Bums. Ja, woher kommt die? Von der Sovereign. Oh la la. Nicht an! Hab ich dich! Ah! Zum Glück kann ich keine Fernkampf machen. Nervensäge! Junge, Junge. Kirby. Ja, das ist ein Also ich jetzt mal hier. Ah! Ja, es tut mir leid, sorry. Manchmal kannst du halt schon mal heftig zugehen. Schon der dritte Tag mit diesen Kopfschmerzen. Man sollte meinen, Chandala würde mir ein paar Stunden freigeben. Verdammt! Was? Das Ding, das gerade... Es war grau. Ist verschwunden, als ich es direkt angesehen habe. Es kam aus der verdammten Wand raus. Wo wir die Steuereinheit abgenommen haben. Ich habe nichts gesehen. Sie sollten sich hinlegen. Ich sage Ihnen, dieses Schiff ist nicht tot. Es weiß, dass wir in seinem Inneren sind. Beruhigen Sie sich. Jetzt bekomme ich auch noch Kopfschmerzen. So, so. Hier gehen Dinge vor sich. Scharfschütze. Scharfschütze? Wer auch immer diese Geth ausgeschaltet hat, er weiß, was er tut. Was ist dein Scharfschütze? Warum hat dieser Reaper Gänge? Verstehst du nicht? Das sieht interessant aus. Aha, ein neues Gewehr. Präzisionsschützengewehr, das ist ja gut. Meine Güte! Ist ja wie Weihnachten hier.
nur Leichen. Oh, daneben Holz, ey. Meine Güte, wo kommen die alle her? Mein Gott, das war aber hart hier. Meine Güte. Lebt er jetzt wieder? Lebt wieder. Was für Zeug haben sie denn hier zu tun, ey? Wie viele davon kannst du wohl geben? Alle! Alles auf vorne sind aber welche aufgespießt. Und cool. Mist, ich hätte es auch noch sprengen können. Das hätte mir weiter geholfen. Shandana hat gesagt, das Schiff wäre tot. Wir haben ihm vertraut. Er hatte recht. Aber sogar ein toter Gott kann auch träumen. Ein Gott, ein richtiger Gott, ist ein Zustand. Kein alter Mann mit Zauberkräften. Er ist eine Macht, die die Realität durch bloße Anwesenheit formt. Er muss es nicht mal wollen. Er muss nicht darüber nachdenken. Es passiert einfach. Das hat Shandana nicht kapiert. Erst als es zu spät war. Der Geist des Gottes ist fort. Aber er träumt noch. Jetzt weiß er es. Er hat sich auf unseren Traum fixiert. Wenn ich die Augen schließe, spüre ich ihn. Ich spüre jeden von uns. Da muss man aufpassen, liebe Leute. Der Geist des Gottes träumt noch. Da sind sie alle aufgespießt. Heftig. Na gut, hacken wir erstmal zur Beruhigung. Habe ich das übersehen? Jetzt. Das könnte sich noch als nützlich erweisen. Schweres Hautgewebe. Warte mal, Medizin gibt's. Gut. Wo gehen wir jetzt hin hier? Na hoch. Ah, geht's da weiter? Der Gott träumt nicht. Das ist gruselig! Also Glück haben die Technik, die wir verstehen, die Viper. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, ich hab nicht aufgepasst. Mein Gedächtnis ausgeschaltet, mein Kurzzeitgedächtnis. Ach, das reicht doch. Reicht locker. Sieht aus wie Jahre alte Türen. Sehen genauso aus wie unsere. Ach, das sind gar nicht die Türen von Reefer, das sind die von unserer Forschungsstation, oder? Uff. Ein Geht. Hey, nicht schießen! Ah! Der hilft uns! Was ist das für ein cooler? Den will ich in meinem Team haben. Oh, dir geht's nicht gut. Shepard Commander. Was ist denn jetzt los? Wie krass ist das?
Ja, das ist was Neues. Ja. Sieht aus, als hätten wir unseren Schatz. Wir gehen niemals allein. Sie sind als Gruppentier. Komm. Alter. Ein sprechender Gerät. Jetzt bin ich aber mal. Jetzt bin ich neugierig. Wer will nochmal? Ich glaube, wir müssen weiter. Puh. Achso, wir müssen das sprengen, oder? Geh weg. Geht nicht. So, da runter. Ach du Scheiße, sind das viele? Man kann nicht daneben schießen. Alter! Alter, ich sehe überhaupt nichts mehr. Ah, weg hier! Komm! Fuck! Ah, shit! Mist! Erwischt! Das war ein Mist! Da kommen aber auch viele zusammen, hey! Mein Gott. Gut, nochmal. Sie sind vor uns. So, ja. Immer noch. Ich schaff euch alle. Wer hätte noch gewartet, bis alle da sind? Wer hat noch nicht? Wer will nochmal? Das war's für dich. Da macht es sich auch Schaden irgendwann. Ah! Meine Güte. Blöden Scheißteile, echt. Wir müssen uns zurückziehen hier. Ja, wir gehen lieber nach oben. Mein Gott, das ist so unfassbar viele. Wieso ist mein Schild weg? Scheiße, ach du Scheiße! Ah! Sehr gut. Hat also ein Monster, oder? Ableger, ach so, der hat hier Schaden. Scheiße. Ah! Fuck, okay, jetzt wird es ja klar sein. Mist! Was kann ich da machen? Ich habe da keine Deckung, kein Nix. So eine Scheiße! Auf der rechten Seite! Hierfür braucht. Das jetzt geht ja noch, aber danach ist das echt hart. Das ist echt hart. Wir machen es am besten. Explosiver Container, das könnte uns vielleicht helfen. Ja, wir müssen erst wieder runtergehen. Ich glaube, wir das vielleicht speichern hier. Wird gespeichert, immerhin. Kopter, Ableger. Achso, scheiße, das ist ja gar nicht mehr. Haltet mir die vom Leib! Kann mich auch halten! Ich will auf den da hinten gehen. Den Ableger, wo ist er denn? Halt mal. Ich hatte eine Panzerung, ey. Geht der Entdeckung? Ich hab sowas nicht. Boah! Na gut, gleich haben wir den. Ich will ja auf den explosiven Container schießen. Das ist ja hinüber. Ich konnte aber, glaube ich, nicht. Ja, das ist besser gelaufen.
das sieht gut aus. Mal speichern. Ich weiß gar nicht, warum das jetzt so schwer war. Ah, da war der explosive Container gewesen. Der hätte geholfen. Puh. Gespeichert. Noch ein Monster. Oh, die Nerven. Hab ich dich. Jetzt reicht's aber! Ich bin nicht gut im Nahkampf. Geh weg! Hau ab! Ah! Scheiß mich hier! Verdammte Bande! Ist nicht so lustig im Board eines Reapers. Dann haben wir auch das Board des Medizin-Kit. Geh mal weg! Kommen wahrscheinlich noch 1000 davon. Nochmal. Das war's für dich. Oh, 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 ein Monster. Ah, oh, so ein Mistviech. Scheiße. Ach, oh, du Schande, ey. So, jetzt mal gucken. Ich treffe halt auch nicht richtig. Das war cool. So. Das ist das Monster. Da ist das Monster. Ach du Schande. Bist du sicher? Oh. Also nee, echt. Ah. Ich hasse diese nervigen Scheißviecher, echt. Die nerven zu Tode, echt unglaublich. Ich hab aber auch nicht das Gefühl, dass diese Gewehre hier gut geeignet sind. Da wäre doch so eine Schrotflinte ganz gut. Weil, gut, ich, wie gesagt, ich kann auch nicht gut. So, was ist das Scheißvieh? Da ist Monster. Bald haben wir's. Das ist nicht dein Ernst. Wie viel kommen denn noch? Mann! So, jetzt speichern. Geht. Hier. Gewittert's. An Bord des Schiffes. Geschütz. Es kamen noch mehr. Ach, ihr macht mich krank. Scheiße. Lauf weg. Ah, fuck, ey.
Ah. Okay. So, da ist er schon. Komm nicht hierher. Ah, fuck. Was kommt hierher? Ah. Bloß. Oh. Hätte ich bloß eine Schrotflinte dabei. Shit. Shit, shit, shit. Mach weg. Heil dich mal. Er kommt, heil dich! Oh! Oh. Das war knapp. Noch einer! Oh, ich bin zu viel, ey. Achso, der zweite ist. Ach! Haben wir den! Bestes Team! Die nerven so. Sie sind halt einfach, die kommen halt einfach in Scharen an. Autsch. Scheißfähig. Oh, da kommt wieder so eine Ladung. Also, blödes Viech. Ist tot? Warum? Die Nerven. Noch einer. Noch so ein großer. Also komm schon, ist ja nicht ein Ernst. So. Was kommt nicht so viel bei dir? Ah. Ich hoffe, wir haben das bald, das nervt mich gerade. Ah, scheiße. Das war cool. Mittelmäßig cool. Ah, Schande, ey. Alle tot. Mein ganzes Team ist tot. Wie uncool ist das denn? Gut. So. Ich hoffe, wir haben das jetzt mal hier bald. Nichts kann dich aufhalten. Kommen der Sache langsam näher, hoffentlich. Ach, das kann doch nicht wahr sein. Jetzt müssen wir nur noch den Masseneffekt-Kahn zerstören. Dann verlassen wir das Schiff. Schnell. Okay. FFS, da ist sie. Ist es das? Das Cerberus-Team hat es also zurückgeholt. Aber wo sind sie jetzt? Ja, tot. Ah, da sind sie doch, oder? Der schießt auf die... Ist es der? Nee.
der Spaß los. Reaper Gun, okay, auf den müssen wir schießen. Was noch? Okay, der schießt sich manchmal. Der explodiert, oder? Am Boden. Da muss er drauf achten, die roten explodieren. Dann kann man das nutzen. Boah, das ist wieder ein knackter Kern, da muss irgendwie nochmal aufgehen. Ach komm schon, du machst mich krank! Ah, nervige Mistdinger überall, ey! Lass mich mal in Ruhe jetzt! Meine Fresse, ey! Ach komm schon! Nur noch den Kern zerstören. So, jetzt alle aufstehen. Ernsthaft? Ich muss mein ganzes Magazin verballern. Okay, dann geht's wieder von vorne los. Ich brauche Munition. Neue Opfer. Ja, Opfer, von wegen Opfer. Das ist scheiß Viecher. Dann macht sie fertig. Ihr sollt uns in einer Ecke sammeln. Damit sie nicht von allen Seiten kommen können. Oh. Auf, auf. Ja. Ich glaube, das ist irgendwie besser. Weil ich das nicht will. Oh, oh. Nee, wir haben alle. Oh, aber nicht. Hier ist der nächste. So, warte, über die Viecher und ich mach das Ding da. Ich hoffe, das hat okay, jeder. Feuer geht nicht. Hätten wir uns denken können. Hallo, bist du los? So. Laptop. Ärger voraus! Eure Betäubungsschuss ab! Die ist einfach vor. Ah! Scheiß Dinger. Das war's für dich. Ja, verdammt. Jetzt. Los geht's. Wie hast du mal das hier? Ey! Ach, nicht doch. Ah! Was ist da nochmal, ey? Also. Und jetzt stürzt das Ding ab. Ey, Shepard, den Gerd sollten wir auch mitnehmen. Irgendwas ist der bestimmt wert. Es wäre eine großartige Trophäe. Ja, oh oh. Tali hat gesagt, dass noch nie jemand einen intakten Geth gefangen genommen hat. Ihre Entscheidung, aber wir müssen hier weg. Ja, wir nehmen mit. Keine Zeit für Diskussion. Abmarsch. Haben wir den jetzt oder nicht? Durchhalten, Leute! Ach, da ist er. Gut gezielt. Uiuiui. Oh. Sind soweit, los. Der tut keinem mehr was, der Reaper. Okay.
Okay, das war's. Oh, das war eher nervig, fand ich. Diese Gegnermassen. Reaper FFS erfolgreich beschafft. Verlust des Servus-Teams auf dem Reaper-Schiff bedauerlich, aber nicht überraschend. Werde medizinische Daten des Teams mit denen der auf dem Reaper angetroffenen Husks vergleichen, um möglicherweise Erkenntnisse über die Indoktrination und den Umwandlungsprozess der Husks zu erhalten. Schweres Hautgewebe. Kybernetik Upgrade. Präzisionsgeschwerschaden. Oh, schön. Sehr gut. Credits. Gut. Wunderbar. Passt. Ich glaube, wir sollten mal über unser besonderes Bergungsgut sprechen. Wir haben es vorläufig in Edis VI-Kern untergebracht. Wir brauchen für den Kampf gegen die Reaper bessere Ausrüstung. Ein intakter Geth wäre für die Cyberwaffenabteilung von Cerberus unbezahlbar. Dem kann ich nicht zustimmen, Ma'am. Ich habe auf Eden Prime genug von den Dingern gesehen. Ab in den Weltraum damit. Cerberus hat schon lange ein Kopfgeld in bar auf einen intakten Geth ausgesetzt. Ich versichere ihn, die Belohnung ist erheblich. Ich will mit ihm reden, natürlich. Ich werde erst eine Entscheidung treffen, wenn ich weiß, womit wir es zu tun haben. Ich will ihn aktivieren und verhören. Wenn wir ihn aktivieren, gibt es keine Garantie, dass wir ihn auch wieder deaktivieren können. Ja. Googeln können das. Eben. Das habe ich nicht. Danke Ihnen beiden für Ihre Empfehlung. Ich habe meine Entscheidung getroffen. Tali wird ausrasten, wenn sie davon erfährt. Was ist jetzt mit diesem Reaper FFS? Ich weiß jetzt, wie ich es in unsere Systeme integrieren kann. Dennoch bleibt das Gerät Reaper-Technologie. Gründliche Tests sind wichtig, bevor wir damit das Omega-4-Portal durchschreiten. Die ordentliche Integration in unsere eigenen Systeme wird eine Weile dauern. Okay. Reden wir da von Stunden oder von Tagen? Das lässt sich nicht sagen. Die Technologie ist komplex. Die Crew wird sofort mit der Arbeit beginnen. Okay, bis dahin verstärken wir weiterhin unser Team. Ich sage Ihnen Bescheid, wenn das FFS bereit zum Testen ist. Gut, wunderbar. Okay, 20 Vorbild. Okay, wir gucken mal kurz gerade in der Forschung, ob wir das schon machen können. Vergesse ich das nächstes Mal. Da, Schaden. Jawohl, gut. Panzerbrechendes Präzisionsgewehr. Ja, komm, das machen wir auch noch. Platin haben wir genug da. Schrotflinte Schaden. Platin, ja, komm. Ich benutze das Ding zwar nicht, aber gerade habe ich mir eine gewünscht. Panzerung Upgrade, da hat wieder irgendwas Tech-Schaden. Schild Upgrade. Wenn Shepards Schilde zusammenbrechen, werden sie manchmal sofort vollständig wiederhergestellt! Ja, das müssen wir haben. Sehr geil. Ja. Was war da noch? Kanone Tarnix. Eine Bewaffnung fürs Schiff. Aber wir haben noch nie Schiffskämpfe gehabt. Das ist merkwürdig. Aber gut. Ja, komm. Alles geforscht, sehr schön, das reicht. Gut, liebe Leute, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Nächstes Mal machen wir, glaube ich, weiter mit dem Team. Wir müssen noch weitere Gruppen mit wiederholen. Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Oder so, das können wir auch machen. Ja, also wir werden sehen, es wird auf jeden Fall was zu tun geben. Liebe Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen nochmal. Und wünsche euch eine gute Zeit, macht's gut, bis übermorgen. Tschüss.